Mein Name ist Gunter Gebauer. Ich bin emeritierter Professor an der Freien Universität Berlin. Mein Fach, das ich hier vertreten habe, aber jetzt als Emeritus immer noch vertrete, ist die Philosophie. Und da gibt es einige Spezialisierungen, die ich im Laufe meines akademischen Lebens entwickelt habe. Das ist die historische Anthropologie. Ich habe sehr viel Sprachphilosophie gemacht, arbeite in der Sozialphilosophie und interessiere mich sehr für den Sport. Heute sind wir in einer Situation, wo bestimmte Zusammenhänge, die vor vielleicht 20, 30, 40 Jahren noch als gegeben angenommen wurden, so nicht mehr akzeptiert werden. Da sind die Fragen etwas andere geworden. Man geht auch zum Beispiel mit manchen Lösungen, die man meinte gehabt zu haben, in den 50er, 60er Jahren wieder einen Schritt zurück und fragt, ob man da nicht nochmal wieder anfangen kann, ob man nicht bestimmte Dinge nochmal neu sehen kann, bestimmte Gewissheiten, also oder Sicherheiten, die man vermeintlicherweise hatte, das und das ist einfach so und dann können wir nicht mehr dran vorbei, das ist jetzt gesichert, das bricht ein bisschen zusammen oder es erodiert, um das vorsichtiger auszudrücken, und man fängt an, wieder neue Fragestellungen zu entwickeln, also man geht zum Beispiel jetzt wieder auf Hegel zurück, das war eine ganze Zeit lang relativ undenkbar. Die Marx-Lektüre hat sich verändert, die ist auch anders, sie ist stärker anthropologisch wieder geworden, das war zwischendurch auch nicht der Fall. Es gibt eine starke Ästhetisierung in der Philosophie, es gibt eine starke Subjektivierung in der Philosophie, dass man das Ich wieder in den Vordergrund stellt und vom Ich her fragt, wie man Welt rezipiert, wie man Sprache aufbaut und Ähnliches. Das hat man auch eine Zeit lang als relativ uninteressante Frage aufgefasst. Das Ich spielte dann keine sehr große Rolle mehr. Das wurde eher in allgemeinere Fragestellungen aufgelöst. Und so ist manches, was sich ergeben hat in der analytischen Philosophie oder auch in der allgemeinen Philosophie oder in verschiedenen philosophischen Schulen, nehmen wir mal Ethik oder so etwas, ist nicht jetzt alles in Frage gestellt worden. Solche dramatische Situationen erleben wir nicht im Augenblick. Aber da ist etwas weggebröckelt und etwas Neues kommt wieder rein, mit dem man sich mal vor langer Zeit beschäftigt hat, was jetzt wieder interessant wird. Wie gesagt, die Lektüre Hegels, das ist da auch spannend zuerst, weil ich ein bisschen überrascht, dass Hegel wieder so interessant wird. Na, ich konnte das dann aber auch selber gut nachvollziehen und habe für meine eigenen Fragestellungen eben auch sehr, sehr interessante Überlegungen und Vorschläge und Formulierungen vor allen Dingen von Hegel gefunden, die mich dann ganz begeistert haben. Also es gibt so etwas noch nicht so als Lehrgebiet und als kanonisierte Disziplin. Es ist eher so, dass man Fragestellungen aus der allgemeinen Philosophie oder aus speziellen Philosophien, wie zum Beispiel der Anthropologie, auf Fragen des Sports überträgt. Das ist das eine. Das zweite ist, dass man sich überlegen kann, ob der Sport mit seinen vielfältigen Handlungsmöglichkeiten, die ja im Grunde genommen so etwas wie die idealisierte Möglichkeiten des Handelns darstellen, jetzt sehr typisierte und meistens ohne Sprache, aber sehr charakteristische, Mannschaftsspiel, Individualsport, gerade auslaufen oder komplexe Taktikspiele und so weiter, mit einem Gerät, ohne Gerät, also sozusagen bestimmte Grundmodelle anbietet, die man philosophisch betrachten kann oder die vielleicht sogar auch Philosophen inspiriert haben. Kernfrage für alle Sportreporter. Und zwar vor allen Dingen eine Frage von denjenigen, die von selber vom Fußball fasziniert sind. Das ist ja auch interessant, dass die aufgeklärt werden wollen. Also meine Antwort ist vielleicht ein bisschen eigenartig. Ich glaube, Fußball thematisiert ganz stark die Zufälligkeit und die Verletzlichkeit des Menschen. Die Zufälligkeit von Situationen und von Handlungen und die Verletzlichkeit von Menschen. Das will ich erläutern. Zufälligkeit ist relativ einfach zu begreifen. Der Ball springt und wenn er aufkommt, springt er möglicherweise in alle Richtungen. Man muss als Fußballer den Ball mit dem Fuß, man kann auch mit dem Kopf oder mit dem Rumpf spielen, sagen wir mal im Wesentlichen mit dem Fuß spielen. Und die wichtigsten Organe, über die wir verfügen, die am geschicktesten sind und am sensibelsten, das sind die Hände, die sind verboten. Das heißt also, wir machen uns in einer Situation des Fußballspiels künstlich arm sozusagen, unbeholfen.
Wir nehmen uns die besten Möglichkeiten, die wir haben. Also das machen die Handballer, da kann man sehen. Handballspiele gehen aus 35 zu 32 oder so. Fußball geht aus 1 zu 0, 2 zu 1, 3 zu 2 und so weiter. Das heißt also, wir haben ein Spiel, bei dem die Spieler immer wieder in Gefahr sind zu scheitern. Das ist ein Spiel, bei dem man einen Sinn für Zufall haben muss. Wenn es klappt, besser zu sein als der Zufall, besser zu sein als der springende Ball, besser zu sein als ein klobiger Fuß, dass der Fuß sensibel wird wie die Handinnenflächen oder wie die Fingerspitzen. Es gibt ja Spieler, die so Fußball spielen können. Das ist für alle Fußballer, die nicht gut Fußball spielen können, eine ständige Kränkung zu sehen, dass es Spieler gibt, die Bälle, die über 30, 40 Meter geflogen kommen, einfach mit dem Spannen auffangen, als würden sie beide Hände dafür benutzen und den Schoß vielleicht noch dazu. Also diese Sensibilität, diese Feinheit, auch die Nuanciertheit des Abspiels oder eben umgekehrt die Brutalität, die auch da drin steckt, wenn man losknallt und so schießt, dass man fast den Torwart ins Netz schießt. Ja, das ist auch schön. Also da ist alles drin, diese ganze Vielfalt. Und ich glaube, diese Lust daran, sich künstlich zu beschränken, sich künstlich etwas wegzunehmen, was man eigentlich hat, aber um dann die Fähigkeit zu entwickeln, mit dem Rest des Körpers eben ganz besonders gut zu sein und damit aber zu riskieren, dass vieles zufällig wird, als es Fußball auch selbst bei den besten Mannschaften etwas mit Glück zu tun hat, dass ein Fußballspiel sich ganz merkwürdig entwickeln kann, dass die bessere Mannschaft auch einfach verlieren kann, bloß weil sie kein Tor schießen, aber die Gegenmannschaft ein einziges Mal angreift und dann das entscheidende Tor schießt. So ist einmal ein Europacup-Finale entschieden worden, 1-0 mit einem Angriff. Ja, aber das ist natürlich auch wieder faszinierend, das ist furchtbar, aber dieses Drama, was da passiert zwischen Nicht-Können und auf der anderen Seite Zufällen, ist natürlich enorm faszinierend. Und ich denke, die deutsche Gesellschaft, nach der Sie gerade gefragt haben, ist ja irgendwie auch vom Zufall fasziniert. Wir sind ja eine Gesellschaft, in der unglaublich viel Lotto gespielt wird. Und es ist, glaube ich, eine der höchsten Einnahmequellen, legalen Einnahmequellen aus Spielen überhaupt. Es gibt ja Einsätze und eine Menge von Spielern jedes Wochenende, das ist unglaublich. Und es sind nicht nur die alten Omas, die für ihre Enkelkinder spielen, das gibt ja ganz viel, das ist auch irgendwie rührend, dass die sagen, ich kann das gar nicht mehr, wenn ich jetzt den Jackpot gewinne, kann ich gar nicht ausgeben, nee, natürlich nicht. Aber für meine Kinder, meine Enkel. Also das ist das eine. Das spielt beim Fußball jetzt nicht keine Rolle, aber dass man mit dem Zufall umgeht, dass man sagt, jetzt ist der Jackpot da und 25 Millionen und ich habe jetzt die Zahlen, ich habe sie, ich weiß und so weiter. Ja, also dieser Thrill, der da drin steckt, das ist, glaube ich, in Deutschland sehr, sehr stark verbreitet. Wir sind eine Gesellschaft, die total auf Sicherheit setzt. Ich glaube, es gibt keine Gesellschaft, in der es so viele Versicherungspolicen gibt wie bei uns. Aber es gibt auch keine Gesellschaft, die so viel Glücksspiele spielt wie bei uns. Also, abgesehen jetzt von Bali oder solche Gesellschaften, da wird ja auch unglaublich viel Glücksspiel gespielt. Aber sagen wir mal, von dem Niveau einer Gesellschaft, die industrialisiert und hochzivilisiert und so weiter ist, technisiert, ist ja erstaunlich, wie viele Leute da an Glück glauben. Und das ist die eine Sache auf jeden Fall. Ja, was mich immer fasziniert hat in der späteren Philosophie von Wittgenstein, ist das Privatsprachenargument und das, was da Gefolge steht in den anschließenden Paragraphen, nämlich Regelfolgen und Ähnliches. Das ist ein großer Komplex, der da folgt. Der erste, der gezeigt hat, dass es alles zusammengehört, also nicht nur zwei, drei Paragraphen, sondern hunderte von Paragraphen, war Saul Kripke. Das kann man auch sehr gut nachvollziehen. Das fand ich auch, dass er vollkommen recht hatte. Man muss das alles im Kontext sehen. Dann bedeutet das mehreres. Also einmal, es gibt so etwas wie eine private Sprache nicht. Aber das muss man jetzt genau sehen, was das bedeutet. Private Sprache ist eine Sprache, die nur ich verwende und die nur ich verstehen kann. Andere können sie nicht verstehen. Das heißt, ich arbeite selber mit einer Sprache, deren Regeln ich aufgestellt habe und deren Regelbefolgung ich kontrolliere. Ja, und das geht nicht. Das ist, glaube ich, bei Wittgenstein glasklar nachgewiesen. Also wenn man das in dieser Komplikation betrachtet. Die Frage ist, was folgt daraus? Es ist ja so, wir können ja über Emotionen reden. Und wir haben ja nicht nur das Gefühl, sondern ich glaube, das ist auch eine Tatsache, wir haben spezifische Ausprägungen von Emotionen, die nur wir haben. Kein Mensch kann
bestimmte Gefühle, die wir haben, in irgendeiner Weise nachvollziehen. Man kann sowas Ähnliches haben. Man kann sagen, das verstehe ich und so weiter. Und dann kann man vielleicht zwei Ebenen unterscheiden. Man kann einmal sagen, es gibt das Haben eines Gefühls. Nehmen wir mal Schmerz. Das Haben eines Schmerzes, das Erfahren eines Schmerzes, das unmittelbare Schmerzerlebnis, das kann nur ich haben. Aber das bleibt nicht bei mir, sondern der Schmerz ist ja nicht etwas, was jetzt in mir drin ist, wie das immer angenommen wird. Das ist ja so eine Innerlichkeitsphilosophie, die Wittgenstein gerade abschafft. Wittgenstein sagt, Quintessenz des Privatsprachenarguments ist, dass die Grammatik über Emotionen anders funktioniert als die Grammatik über sichtbare, erfahrbare Gegenstände. Das heißt, es ist nicht so, als ob wir in ein Zimmer hineingucken würden mit bestimmten Möbelstücken, die wir jetzt berühren könnten, die wir zeigen könnten, wo man sagen könnte, ich weiß doch genau, die Kommode ist braun und so weiter, kannst du mir doch nicht sagen. Nein, das ist die falsche Herangehensweise. Erstmal sagt Wittgenstein, das Haben, ich paraphrasiere jetzt in meinen Worten, das Haben einer Emotion bedeutet nicht, dass ich weiß, wie die Emotion beschaffen ist. Ein Gefühl haben ist nicht Wissen. Wissen ist immer etwas für Wittgenstein, was auf Hypothesen beruht und was falsifiziert werden kann. Wenn ich Schmerzen habe, dann kann das nicht falsifiziert werden. Das kann kein anderer falsifizieren. Der kann nicht einfach sagen, nee, das bildest du dir ein, du hast dir zwar den Fuß gestoßen, das blutet ein bisschen, aber das kann auch keine Schmerzen verursachen. Nein, das kann der auch Spaß sagen, aber nicht im Ernst. Und ich selber kann auch nicht sagen, ich kann meinen Schmerz jetzt ganz genau beschreiben. Der ist spitz und hart, der ist wie so ein Kieselstein. Ja, das sind Gleichnisse, die wir ständig verwenden. Und das kann ja sein, dass andere Leute sagen, ja, so einen spitzen Schmerz habe ich auch und so weiter. Aber keiner kann in irgendeiner Weise ein Wissen darüber haben, ob das stimmt und kann diese beiden Schmerzerlebnisse miteinander vergleichen. Also das eine ist das Haben eines Schmerzes, das andere ist über den Schmerz sprechen. Das hängt aber ganz eng miteinander zusammen, sonst wird das ja kein Sprechen über Schmerz, sonst wird das irgendwie rein fiktionaler Dialog, dass ich mir irgendwas einbilde und der andere sagt, ja, hast du, habe ich auch schon mal gehabt oder so. Das ist ja nicht das Reden über Schmerzen, sondern das Reden über Schmerzen besteht darin, dass der andere ziemlich genau in der Situation, wo einer diese Schmerzen hat, davon überzeugt ist, dass er diese Schmerzen hat. Und zwar, weil die ganze Situation so ist. Also Schmerzen ist auch Schmerzverhalten und ist auch die Situation. Also wir müssen den Schmerzbegriff ausweiten über ein inneres Nervengeschehen, das vielleicht sich irgendwo im Gehirn abbildet, jetzt mal in Anführungszeichen, in irgendeiner Weise auch im Gehirn dann möglicherweise mit gehirnneurologischen Methoden nachweisbar wäre, als Aktivierung oder so etwas. Das ist das eine. Das andere ist, wie wir das in ein Gespräch, in ein Sprachspiel bringen. Und dazu kommt eben Übung, Anleitung, Regeln. Und das kann man jetzt genauer sich anschauen beim kleinen Kind. Also wir haben das Ganze mit drei Kollegen genetisch betrachtet. Das ist eigentlich eine ganz gute Herangehensweise, weil man dann schrittweise sehen kann, wie Kinder zum Beispiel mit Schmerz oder auch mit anderen Gefühlen umgehen. Kinder können zum Beispiel vorher gar nicht sagen, was für Schmerzen sie haben. Sagen dann zum Beispiel, tippen sich an die Stirn und sagen, ich habe wieder Bauchschmerzen. Ja, solche Sachen. Die können auch Schmerzen nicht lokalisieren, weil ein Schmerz nämlich nicht an der Stelle tatsächlich ist, wo jetzt die Stelle ist, die wir gestoßen haben oder die sich aufgerubbelt hat oder wo wir einen Nagel reingetreten haben oder sowas. Da ist ja nicht der Schmerz. Da ist er auch, aber der ist in den Leitungen, die zum Gehirn führen oder entfaltet sich sozusagen erst im Schmerzzentrum des Gehirns. Also es gehört alles zusammen beim Schmerz. Und das Gesamtgeschehen muss man in den Blick nehmen.